Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Aussaat der Wintergetreidearten steht jetzt dann wieder bald an und damit auch die Frage, was gibt's Neues für den Herbst, für die Herbizide? Und da ist aus unserem Hause schön, dass wir zwei neue Herbizide für den Herbst kriegen und euch auch vorstellen dürfen. Das eine ist eine Windhalmlösung und zwar mit dem Namen Pontus. Das andere ist eine Ackerfuchsschwanzlösung mit dem Namen Quirinus Forte. Was ist nun da drin und was ist da der Unterschied zwischen beiden Produkten? Pontus ist wie gesagt die Windhalmlösung, beinhaltet zwei Wirkstoffe. Das eine ist das Picolinaphen und das andere ist das Flufenazet. Beide Wirkstoffe wirken sowohl über das Blatt als auch über Boden, hat eine sehr, sehr gute Windhalmwirkung. Gegenjähriges Rispengras ist das sehr, sehr gut und eine ganz breite Palette an zweigeblättrigen Unkräutern im Herbst. Die Aufwandmenge liegt bei einem halben Liter. Schön ist, dass wir da auch die Zulassung für alle gängigen Wintergetreidearten haben, inklusive Emmer und Einkorn. Und wir haben halt da auch mit dem Pontus extrem flexibel in der Anwendung, ob das im Vorauflauf ist oder im späteren Nachauflauf. Also wir haben da extrem flexibel. Nun gibt es das zweite, das ist das Quirinus Forte Set, unsere neue Lösung für den Ackerfuchsschwanzbereich. Da ist enthalten als Quirinus und als Pontus. Pontus habe ich gerade vorgestellt gehabt, eben mit den Wirkstoffen Picolinaphen und Flufenazet. Quirinus beinhaltet dieselben Wirkstoffe, nur in einer anderen Zusammensetzung. Hintergrund haben bestimmte Auflagen, die wir mit dieser Lösung eben jetzt umgehen können. Aufwandmenge ist da beim Quirinus Forte Set 0,5 Liter Quirinus und 0,5 Liter Pontus. Damit haben wir dann mit dem einen Liter auch die maximal zugelassene Aufwandmenge an Flufenazet, was man eben auch für den Ackerfuchsschwanzbekämpfung braucht. Wichtig ist wieder zu wissen, beide Wirkstoffe wirken natürlich da auch übers Blatt und über den Boden. Und wir haben auch ein sehr, sehr breites Anwendungsfenster vom Vorauflauf bis zum frühen oder mittleren Nachauflauf. Wobei man immer wissen muss, beim Ackerfuchsschwanz muss ich einfach früh kommen. Dann eben die Wirkstoffzusammensetzung. Wie funktioniert das? Die Aufnahme im Blatt. Bei den Unkräutern sowohl wie gesagt Picolinaphen als auch Flufenazet ergänzt sich hervorragend und wirkt eben da in dieser Kombination sehr, sehr gut gegen alle Unkräuter, die eben gerade auflaufen oder bereits vorhanden sind. Und wie schaut es nun aus in der Gräser Plus-Leistung? Wir haben festgestellt, dass einfach das Picolinaphen, so wie in der Vergangenheit auch das Pendimethalin, ein Gräser Plus-Effekt hat. Das heißt, bei einer Ergänzung zu der normalen Aufwandmenge im Ackerfuchsschwanzbereich von 240 Gramm Flufenazet, wenn ich da dann halt noch zusätzlich noch in dem Beispiel 50 Gramm Picolinaphen dazu gebe, habe ich nun eine deutlich bessere Gräserwirkung. Das kann man auch bei geringeren Mengen Picolinaphen schon beobachten. Beobachten, wenn es jetzt da im Beispiel auch um die Windhalmaufwandmenge geht. Und das ist einfach dann der Hauptaugenmerk, warum dass wir eben das Flufenazet mit dem Picolinaphen gern mischen. Zudem ist das Schöne jetzt, wir haben in Quirinus und in Pontus zwei Lösungen, die in der breiten Wirkung, wenn es jetzt um die großen Lösungen geht, wie jetzt da auf dieser LFL-Folie zu sehen ist, eines der wenigen Lösungen darstellt jetzt in Zukunft, wo wir eben keine Hangauflage nicht zu beachten müssen. Das ist eben die ganz vorderste Spalte und von den Abstandsauflagen her hinten, ob jetzt das die 50er oder 75er oder 90er Düse ist, da haben wir da bereits nur noch 5 Meter zu beachten und hinten auch bei den zusätzlichen Auflagen, wenn es um Drainageauflage geht oder anderweitige Auflagen, haben wir da mit Quirinus und mit Pontus auf der sicheren Seite. Und das eine haben natürlich die Auflagen, das andere ist auch die Zulassung, wie breit das Ganze zugelassen ist. Und ich war jetzt einmal so frei und habe das Erzeugerringschreiben von Niederbayern einen Auszug daraus genommen und habe da auch die Übersicht der zugelassenen Präparate im Ackerfuchsschwanzbereich jetzt genommen. Und da sieht man auch, Quirinus Forte ist zum einen einmal sehr, sehr breit zugelassen und zum anderen einmal ist halt einfach das Wichtige, ihr braucht es einfach in Zukunft auch eine Lösung, wo er preislich im Rahmen ist. Lasst sich das einfach bei einem örtlichen Landhandel anbieten. Und ihr werdet sehen, das Ding ist auch sehr, sehr günstig eingestuft. Das andere ist im Windhalmbereich als Pontus.
Pontos ist auch sehr, sehr breit zugelassen, wie übrigens alle anderen Lösungen in dem Bereich auch. Aber natürlich ist das Wichtige auch da, wir brauchen einfach im Windhelmbereich auch günstige Lösungen, die funktionieren. Und mit einem halben Liter Pontos haben wir da auch in Zukunft sehr, sehr gut aufgestellt. Dann nochmal zusammenfassend möchte ich noch sagen, wie schaut das aus in der Anwendungsempfehlung. Wir empfehlen einfach das Quirinus Forte Set sehr, sehr früh. Das hat einfach den Hintergrund, Ackerfuchsschwanz muss einfach früh bekämpft werden. Ich sage immer, sobald ich drein sehe, sobald man da die Fahrgassen leicht sehen kann, gehört einfach da die Ackerfuchsschwanzbekämpfung durchgesetzt. Durchgeführt und sollte man aus verschiedenen Gründen später dran sein, dann müsste man halt einfach, wenn der Ackerfuchsschwanz bereits schon größer ist, dann halt wieder einen blattaktiven Partner dann unterstützen. Pointer oder andere Zusätze kann man dazugeben, wenn man jetzt spezielle zum Beispiel Kornblume oder so Geschichten noch da im späteren Nachauflauf noch bei größeren Unkräutern noch bekämpfen möchte. Bei Pontos ist das Anwendungsfenster ein bisschen weiter. Warum? Weil der Windhalm in der Regel ein bisschen leichter zu bekämpfen ist. Aber auch da ist meine Hauptempfehlung, fahrt einfach da früher. Ich sage einmal auch da, wenn die ersten Fahrgassen zum Sehen sind, dann kehrt einfach da dementsprechend da das Pontos mit einem halben Liter appliziert draußen. Und so schaut ihm dann nochmal die Vorteile im Überblick aus. Wir haben eine sehr, sehr schnelle und sehr breite Wirkung gegen die Ungräser und Unkräuter. Inklusive auch der resistenten Arten wie im Ackerfuchsschwanz. Wir haben die Gräser-Plus-Wirkung durch das Picolinafen, was ja in beiden neuen Lösungen enthalten ist. Wir haben eine sehr gute Blatt- und Bodenwirkung und wir haben sehr breit wirksam gegen die wichtigsten Herbstunkräuter, ob das jetzt ein Mohn ist, ein Kletten, Labkraut, Stiefmütterchen oder Ausfallraps, das ist ganz egal. Und vor allem auch das Thema Nachbau. Wir haben da auch beim Nachbau kein Problem, nicht, wenn Sie jetzt einmal frühzeitig umbrechen müssen oder wenn einfach da andere Sachen, Widrigkeiten dazu kamen. Ansonsten war es das von meiner Seite in der Kürze der Zeit schon gewesen. Ich bedanke mich, vielen Dank und ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.